von 13 geschickten Touren 13 Preise. Zweiter bester Vogel im Jahr 2013, das Tier von Schlaggemeinschaft Friedrichs und Frau. Ebenfalls 13 Einsätze und 13 Preise. Dritter, das Tier vom Schlag Skrom. 13 Einsätze, 12 Preise. Die Nummer 28, 25, Endnummer 120. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit den besten Alpenmädchen 2013. Erstes und bestes Alpweibchen 2013. Von 13 Einsätzen, 11 Preise. Ein Tier vom Schlag Atjörn Skroch. Zweiter Platz, ebenfalls mit 11 Preisen, ein Mädchen vom Schlag Günther Blücher. Herzlichen Glückwunsch. Drittes Altweibchen im Jahr 2013, 10 Preise, das Tier vom Schlag Wettklo. Herzlichen Glückwunsch. Es geht weiter mit den besten Vögeln, und zwar jetzt mit den Jährigen. Jährig geschickt. 13 Touren, 13 Preise, der 120 vom Hans-Jürgen Skroch. Herzlichen Glückwunsch. Zweitbester Jähriger Vogel 2013. Ebenfalls 100% Reiseleistung. 13 Einsätze, 13 Preise. Das Tier 24 von der Schlaggemeinschaft Herbst. Herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz, jähriger Vogel 2013. 11 Preise, die Schlaggemeinschaft Reife Lewandowski. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht's weiter mit den jährigen Weibchen. Jährige Weibchen, 13 Einsätze. 11 Preise, das Mädchen mit der Endnummer 236 von der Schlaggemeinschaft Bungert-Fechner. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz, ebenfalls 11 Preise. Schlaggemeinschaft Hauran-Bazewski. Dritter Platz, 10 Preise. Hans-Jürgen, wo willst du denn hin? Ich habe noch einen. Komm, komm. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fehlen noch die besten Jungtiere aus dem Jahr 2013. 6 Preise, 6 Einsätze, 100%. Alle drei Sieger haben 100% erreicht. Bestes Jungtier 2013 vom Schlag Schörmann, die Nummer 261. Zweiter, die Schlaggemeinschaft Greife Lewandowski Ziborra. 6-mal geschickt, 6 Preise, die Nummer 3769. Herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls 6-mal geschickt, 6 Preise, der 65 von der Schlaggemeinschaft Hauran-Bazewski. Herzlichen Glückwunsch. Für jedes Geschlecht in jeder Lage werden hier Meisterschaften ausgeflogen. Wir beginnen mit der RV-Meisterschaft 2013 der Weibchen. 30 Preise, die Schlaggemeinschaft Günther Blücher. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Weibchenmeister 2013 mit 29 Preisen, die Schlaggemeinschaft Hauran-Bazewski. Herzlichen Glückwunsch. Dritter und nur mit einem Wimpernschlag dahinter, der Schlag Hans-Jürgen Skroch.
Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sage und schreibe, jährigen Meisterschaft erringt mit 51 Preisen der Schlag Hans-Jürgens Koch. Wirklich außergewöhnlich. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter jährigen Meister 2013 mit 50 Preisen, die Schlaggemeinschaft Bungert-Fechner. Herzlichen Glückwunsch. Dritterjährigen Meister, nur einen Preis dahinter, tatsächlich 49 Preise für Jährige. Hauran Pacewski, die Schlaggemeinschaft, herzlichen Glückwunsch. Du denkst, die Welt geht unter, alles läuft plötzlich schief. Dann geh zu deinen Täubchen, die haben dich immer lieb. Meister, ebenfalls mit 75 Preisen, die Schlaggemeinschaft Herbst. Herzlichen Glückwunsch. Was irgendwo versagt, kommt dein sonst liebes Frauchen, sag dir gute Nacht. Und jetzt kommt die lange Strecke. Weitstreckenmeister. 20 Preise auf der Weitstrecke. Erster Weitstreckenmeister 2013. Günther Blücher. Zweiter RV-Weitstreckenmeister. Ebenfalls mit 20 Preisen. Die Schlaggemeinschaft Herbst. Herzlichen Glückwunsch. Dritter Weitstreckenmeister 2013, der Hans-Jürgens Koch. Du bist so weit hinten, dass er jetzt sich hier hinsetzen soll. Herzlichen Glückwunsch. Geh zu deinen Träumchen, dann fühlst du dich gleich wohl. Meister 2013 mit 30 Preisen Günther Blücher. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Reisevereinigungsverbandsmeister 2013. Ebenfalls nur einen Wimpernschlag dahinter, auch mit 30 Preisen. Die Schlaggemeinschaft Herbst. Herzlichen Glückwunsch. Dritter RV-Verbandsmeister, der Hans-Jürgens Koch, herzlichen Glückwunsch! Ich habe hier diese Kartons vor dir, habe ich alle noch gestehen, ne? Also. So, jetzt geht es um die Pokalmeisterschaft. Pokalmeister Nummer 1, 2013. 58 sagenhafte Preise. Die Schlaggemeinschaft Herbst, herzlichen Glückwunsch. Drei weiße Tauben. Dahinter der Nebendauergewinner mit 52 Preisen, zweiter Pokalmeister 2013, Günther Blücher. Drei weiße Tauben, die machen du. Und dritter RV-Pokalmeister 2013 mit 51 Preisen, also auch ganz knapp dahinter, der André Kolzig. Musik. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Pause. Der kommt noch, der kommt noch. Die Tiefen in den Herzen sein.
in unserem Verein. Ihr wisst, jemand, der groß und tüchtig ist. Ein Denkmal wie Bismarck, hoch zu Ross. Ach nein, das wäre viel zu groß. Eine Sonderbriefmarke, die ist zu klein. Da fällt uns doch bestimmt was Besseres ein. Maria und ich, wir haben dieses gedichtet. Nach Menschen, das ist uns bekannt, werden oft Plätze und Straßen benannt. Aber Andreas, Alexander, Hansi, Hans Werner, wie klingt denn das? Macht das Ihnen wirklich Spaß, meine Herren? Nein, das wäre nichts, nicht? Wir grübelten lange, dann fiel uns ein, diese Idee, die könnte auch von euch Vieren sein. In Öl lassen sich malen Denker und Dichter, auch mal Politiker und ganz große Dichter. Doch wollten wir, es ist nicht zu fassen, der Nachwelt ein Bild von euch in Öl hinterlassen. Und es wäre doch gelacht, hätten wir es nicht heute mitgebracht. Wir enthüllen es jetzt. Sind sie nicht schön? Hier sind die Sieger in Öl zu sehen. Hansi, herzlichen Glückwunsch. Die Gäste, die können das ja nicht sehen. Da ist ein Foto drin in den Flaschen. Herzlichen Glückwunsch. Zeig mal einmal zum Publikum. So, ein Sonderapplaus für die Meister der Saison. Schau mal, ist da wirklich ein Foto drin? Ja, das muss man mal gesehen haben. Oh ja. Ich habe auch eine Flasche von Uli Hoeneß. Wunderbar. Die hau ich dir gleich auf den Kopf. Jetzt langsam ehrenvoller. Wir ehren jetzt die Verbandsmedaillen, die Sportuhr und die Preise der Zeitschrift, die Brieftaube. Andreas. Als erstes aber. Lass die mal so ein bisschen stehen, ja, die Leute. Ja? Als erstes aber ehren wir den Gewinner des NRW-Pokals. Für alle die, die in Wattenscheid nicht so zu Hause sind, NRW heißt nicht Nordrhein-Westfalen. Ja. NRW-Pokal heißt nicht Nordrhein-Westfalen, sondern NRW heißt die Firma, von der wir die Pokale haben. Und weil wir denen jedes Jahr so viele schöne Pokale abnehmen, haben die gesagt, wir spenden euch einen. Und zwar dieses Riesending. Und der darf als Wanderpokal ausgegeben werden. In diesem Jahr gewinnt 2013 den NRW-Wanderpokal. Unser Bruder Walter, Walter Balceroviak. Elisabeth, bring den Sigi mit. Bring den Sigi mit. Der Sigi ist unser altgedienter Einsatzobmann, immer noch fit wie ein Turnschuh, Herrschaften. Komm, wir machen ein schönes Foto. ...2013. Die Schlaggemeinschaft Herbst. Der Schlag Günter Blücher, Alex Leske und die Schlaggemeinschaft Bungert Fechner. Herzlichen Glückwunsch. Denn jetzt wird's golden. Die Goldmedaille gewinnt 2013 in der Reisevereinigung Wattenscheid. Die Schlaggemeinschaft Herbert Lorenz und Karin Gerlach.
der Schlagskroch und der Schlagherz. Hat er schon, okay. Dann Meisterschaft, Zeitschrift, die Brieftaube, der Schlaggemeinschaft Herbst und... Wer noch? Heinz Konschewitz. Okay, wir sind bei der vorletzten Ehrung, Herrschaft Skroff, mit 51 Preisen. Ebenfalls 51 Preise und vierter Reisevereinigungsmeister 2013, der Schlag André Krolzig. Und fünfter Reisevereinigungsmeister mit 48 Preisen 2013, die Schlaggemeinschaft Haurand und Wazewski. Preise. Die Schlaggemeinschaft Greife, Lewandowski, Zibora. Herzlichen Glückwunsch. Dritter RV Herbstmeister 2013 mit 25 Preisen. Heinz Banschewitz. Knapp dahinter vierter Reisevereinigungsmeister im Herbst 2013. Die Schlaggemeinschaft Friedrichs und Frau. Ebenfalls 24 Preise und nur einen Wimpernschlag dahinter. Fünfter Reisevereinigungsmeister im Herbst, der Schlaggemeinschaft Hörmann.